Dieses Video ist aktuell der Hit im Netz und das, obwohl es bereits 2019 online gestellt wurde. Zu sehen ist ein sogenannter Brückeneinschub im bayerischen Walpertskirchen. Los geht es erst einmal mit den Abrissarbeiten der alten Brücke aus dem 19. Jahrhundert. Gleich mehrere Bagger legen sie erst frei und reißen sie schließlich ab. Gleichzeitig wird die Öffnung vergrößert, vom Schutt befreit und für die neue Brücke aus Stahlbeton vorbereitet. Jetzt wird es spannend. Mithilfe von hydraulischen Zylindern wird das neue Brückenteil erst an die Baustelle herantransportiert und dann in die Lücke geschoben. Zum Schluss muss nur noch alles befestigt und rundherum aufgeschüttet werden. Schöner Nebeneffekt, die Durchfahrt unter der Brücke wird durch den Neubau größer. Dort, wo sonst nur eine einspurige Straße mit einem schmalen Gehweg Platz hatte, gibt es seit dem Neubau eine zweispurige Straße mit einem durchgehenden Gehweg. Dann werden noch neue Gleise gelegt und fertig ist das Ganze. Und das in gerade mal 4 Tagen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.